ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Einen wunderschönen Mittwoch, alle Zuschauer zusammen. Ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der geopolitischen Analyse von und mit Hans-Joachim Müller am Mittwoch, den 5.6.2024. Nicht vergessen, liebe beruflich bedingten Zuschauer, wir sind eine Satire-Sendung mit viel Satire gewürzt. Heute geht es aus aktuellem Anlass gleich mal nach Ostthüringen, nach Zeulenroda-Tribes. Aber zuvor erstmal herzlich willkommen, Hans-Joachim Müller. Hallo, Hajo. L'amour toujours. L'amour toujours, oder wie es auf Deutsch heißt, döp, döp, döp. So, jetzt kommen wir nach Zeulenroda. Ganz schnell im Ostthüringen ein kleines Städtchen, für die, die es nicht kennen, 16.000, 17.000 Seelen. Und die haben eine Stichwahl am kommenden Sonntag. Na, es wurde ja in Thüringen gewählt, vorletzte Woche. Und da wurde ja dann viel auch mit anderen Artikeln bundesweit abgelenkt. Denn es hieß ja, die AfD hat flächendeckend verloren, obwohl es die einzige Partei ist, die zugelegt hat. Aber jetzt geht es um was ganz anderes. Vergangenen Montag, vorgestern in Zeulenroda, gab es eine Kundgebung für den Kandidaten Stiller. Und es gab eine Antifa-Gegendemonstration, die extra nach Zeulenroda gefahren wurde. Es waren keine Ortskundigen. Und die störten auch die Schweigeminute für diesen leider verstorbenen Polizisten. Und unter diesen Schweigeminuten störenden Antifa-Menschen war zufälligerweise die Gegenkandidatin Frau Bergmann von IWA Pro Region. Zufall? Nein, das ist der Kampf gegen rechts, den kennst du doch nur mittlerweile. Jeder, der nicht in der Antifa Mitglied ist, ist rechtsextrem. Ach so, dann macht es jetzt wiederum Sinn. Wobei auch die Stadträte, die den Herrn Stiller unterstützen, die wurden in den Social-Media-Gruppen im Vorfeld als Neonazis, Reichsbürger und Faschisten bezeichnet. Da stelle ich jetzt mal die Frage, ein Nazi und rechts, das sind ja zwei völlig verschiedene politische Ausrichtungen, könnte man jetzt behaupten. Also Hitler und Mussolini waren stramme Linke. Richtig, dann können ja Rechte nicht Nazis sein. Weiß ich nicht. Also nimm das bitte als einen punktuellen Vorgang. Mich wundert nur, dass die CDU Tante überhaupt in den Endkampf gekommen ist. Aber das ist etwas mit Wahlen auszählen. Ne? Wir haben ja ein extremes Ergebnis in Erfurt gehabt, in der sogenannten Landeshauptstadt. 20% aller Stimmen waren ungültig. Ungültig, ja. Muss das man sich passieren. Mal vorstellen. Geht gar nicht. Aber in diesem Deutschland ist alles normal. Und das war einfach zu offensichtlich. Zu viele ja, aber Hajo, entschuldige, entschuldige gute mich. Auszählungen. Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, weil du sagst, 20% der Stimmen sind ungültig. Das geht nicht. Natürlich geht es. Wenn diese Stimmen für die Falschen sind, dann sind die ungültig. Das geht schon. Naja, aber das wäre doch günstig, wenn man das öffentlich verkündet. Also wenn ihr dafür die AfD euer Kreuzchen abgebt, dann hat das keinen Sinn, weil die Auszählung machen sowieso wir, wie Stalin das gesagt hat. Aber diese Dinge waren tatsächlich extrem auffällig, diese Wahlen, in Anführungsstrichen. Ja. Dort musste man etwas tun und es geschah dann am Freitag, dieses Tun, indem man ein Attentat vornehmen ließ. Und dieses ist schiefgegangen in dem letzten Punkt, der geschah in Mannheim, nämlich, dass die Polizisten nicht wissen, wie funktioniert ein MK-Ultra-Mann. Den kannst du nicht stoppen und wer sich dann die Nähe begibt, ist der Feind. Der würde selbst den lieben Gott angreifen in dem Moment. Den muss man stoppen und das weiß die Polizei nicht. Die gibt ihm den Rücken zu und die anderen 5 Polizisten standen da im Hintergrund. Ja. Das ging sie nicht viel an. Dann muss man auch verstehen, dass genau diese Constellis-Leute eben nur zu Zwecken ausgebildet sind, nicht zu dem mit irgendwelchen Geheimdienstvorgängen klarzukommen. Ihnen wird gezeigt, das ist der Feind, ja,
wie bei den Covid-Demonstranten. Und da muss aber nur gehörig. Ja? So funktioniert die Polizei, aber sie wird auch noch aufwachen. Denn man hat gesehen, dass es niemand interessiert, wenn der Polizist stirbt, weil sie haben ja genügend. Das ist richtig. So tickt leider die Politik, dennoch der Familie des verstorbenen Polizisten, ja, in dem Fall einfach mal ein herzliches Beileid und alles Gute für diese bevorstehende Zeit, denn er möge in Frieden ruhen, wie auch immer es leider passiert ist. Aber was du sagtest mit der Constellis-Geschichte und den wehrlosen Covid-Demonstranten, das kann man sich anschauen, liebe beruflich bedingten Zuschauer. Um das Thema Zollenruder abzuschließen, ist das also kein Zufall deiner Meinung nach, dass sie bei den pietätlosen, Schweigeminute störenden Menschen stand und gleichzeitig für Redefreiheit eintritt, diese Frau Bergmann? Ja, deren Programm ist ja Redefreiheit. Jeder kann sagen, was er möchte, wenn es für die Regierung günstig ist. Und bei uns regiert halt diese Fahne. Du meinst diese herrlich bunten Fahnen, die dort immer überall aufgehängt werden? Ja, selbstverständlich. Da kommen wir auch nachher noch zu. Auf jeden Fall viele liebe Grüße nach Zollenroda. Alles Gute für Sonntag und ich freue mich auf den nächsten Montagsprotest. Ich hatte die Ehre, dort auch schon mal reden zu dürfen. Ich freue mich auf die nächsten Roster und Sven aus Greiz, wenn du zuschaust, grillen. Ich freue mich drauf. Jetzt zu einem ganz anderen Thema, lieber Hajo. Wir bleiben im Inland, wenn wir das mit Mannheim ansprachen. Es ist natürlich tragisch, was passierte, aber es gab schon wieder eine Messerattacke auf einen AfD-Politiker. Und natürlich wird es Zeit, dass wir ins gültige Recht kommen, was du oft gesagt hast. Aber dennoch, und man kann jetzt zur AfD stehen, wie man möchte. Aber wenn solche Politiker angegriffen werden, dann ist es vielleicht tragisch in der Presse. Man stelle sich nur mal vor, das wäre an einem Grünen- oder SPD-Politiker vergangen worden, was man einem AfD-Politiker antat. Dann gäbe es Sondersendungen 24/7 und woher kommt diese Disbalance, deiner Meinung nach? Es ist eine allgemeine Weisheit der Steuerung von Menschen. Bestrafe einen und 100 ducken sich sofort ab. Und das ist halt so, kann man nichts machen. Wenn aber die 100.000 sind oder 10.000, dann spielt diese Sache keine Rolle mehr. Dann gibt es niemanden mehr, der noch bestimmen kann, außer die 10.000. Das ist aber noch nicht so weit. Der Westen lernt jetzt, wie sein innerbetriebliches Leben so geplant ist. Und Mannheim ist ein wunderbares Beispiel. Ich glaube, da gibt es überhaupt noch Deutsche. Ich habe letztens gelesen, 60% Ausländer. Das, ich glaube, 60 oder 62% ist der Migrationshintergrund in Mannheim. Und da bleiben wir gleich bei diesem Thema. Da hat nämlich die Frau Faeser, und die kennen wir ja auch für ihre wirkliche Brillanz in der Politik, die hat nämlich gesagt, man solle das Video von Mannheim nicht verbreiten, um Persönlichkeitsrechte zu schützen. Und außerdem spiele es sonst der AfD in die Karten. Diese Persönlichkeitsrechte waren aber bei singenden L'amour toujours Menschen auf Sylt egal. Nein, das sind doch keine Persönlichkeiten. Das sind Rechte. Das müsst ihr nur mal langsam begreifen, ja. Es gibt Menschen, gute Menschen, die sind bei der Antifa, beim Korrektiv, bei Faktenchecker, in der Regierung, in der CDU, in der, aber nur oben, ja, in den Vorständen. In allen Parteien, das sind die guten Menschen. Und die anderen sind die bösen Menschen. Das ist richtig schön, dass sich das jetzt ein bisschen deutlich in die Öffentlichkeit bewegt, dass es nur noch Böse gibt. Natürlich, wobei es gibt auch gute, nämlich beim Christopher Street Day in Dresden, CSD, du weißt schon, bunt und so, ne? Und da hat die Drag Queen Betty Nightmare, ich kannte Betty Nightmare nicht, aber es ist eine Drag Queen und Betty Nightmare, Nightmare heißt bekanntlich Albtraum, die sagte, halte ich fest, wenn die AfD noch mehr Stimmen bekommt, wird es gefährlich. Die wollen doch Tatsache in der Schule von Vater, Mutter und Kind sprechen. Vielfalt, Freiheit und Logik haben damit nichts zu tun. Ja, für diese Leute sind Kinder Spielzeuge. Das muss man dann langsam auch mitgekriegt haben. Ja. Dazu Jo. haben wir ihre Flagge, ihren Staat und so weiter.
Das müsst ihr einfach hinnehmen, solange ihr euch nicht wehrt. Ja, wobei, die sind gut, hat nämlich jetzt auch wieder der Herr Habeck bestätigt. Also jetzt nicht Ja, wegen dem Christopher Street Day, ja. das ist mir wurscht. Für mich ist das einfach abschreiben. Da gebe ich dir, also dann, natürlich, das ist ja deine Meinung und das ist ja auch grundsätzlich, was das Thema Werte betrifft, dort stehen sie sehr konträr, da bin ich also voll bei dir. Und der Herr Habeck sagt ja auch was zur Energie, und zwar zu dem Thema Nord Stream 2 und dass die Nord Stream 2 eine Gefahr gewesen sei. Denn es ist nämlich so, dass Deutschland in eine Energiekrise geschlittert wäre und seinen Wohlstand hätte abschreiben können, wenn nicht die Grünen reagiert hätten, weil das die einzige Partei mit einem historischen Horizont sei. Können Sie es noch deutlicher sagen? Das gefällt mir. Das müsste sogar die Dümmste der Dümmen verstehen, was der jetzt gesagt hat. Übersetze es mal. Also er beschreibt, wir sind heute in einem glückseligen Zustand im Paradies, ja. Und wenn Nord Stream nicht weggepumpt worden wäre, dann würde es uns jetzt hundeelend gehen. Dann wären das kann doch keiner verarbeiten im Gehirn. Das ist Wenn richtig. Energiepreise über Nord Stream 2 kommen, zahlst du 30 Pfennige, und wenn sie nicht kommen, zahlst du 2,50 Mark. Ja. Das ist doch so sonnenklar, das versteht sogar Lieschen Müller. Oh, pardon, Lieschen Müller ist klüger als die Regierung. Lieschen Müller ist klüger als die Regierung. Da gibt es jetzt Menschen, die behaupten das gar nicht so schwer. Also wir behaupten das nicht, aber es gibt Menschen, die behaupten das. Wir müssen gleich noch mal ein bisschen im Inland bleiben, aber vorher möchte ich noch mal was zu deiner Ex-Favoritin sagen, die Annalena Baerbock. Die wird jetzt hier Gerüchten zufolge gehandelt als neue EU-Chefin. Eventuell. Nein, nein, nein. Kommissarin, das tut mir leid, dass Sie die jetzt nicht mehr zum Chef machen können. Ich hätte ihr gewünscht, dass sie die Leyen ersetzt, weil das wäre wieder ein Höhepunkt in meiner geistigen Umnachtung gewesen. Ja. Also, Dollar geht's nicht. Dann wäre sogar wieder die neue Favoritin verblasst, denn das ist top. Wenn so Ja. eine Völkerdingsbums-Expertin den Job von Laien übernimmt, das würde ich wieder gut finden. Also Dann kann sie wieder Favorit werden. wenn eine Expertin den Job von Laien übernimmt, also du meinst, der Nachname ist von der Uschi nicht zufällig gewählt. Nee, es war mal ein guter Name, aber vor 200 Jahren. Aber die hat ja noch was gemacht, die Frau Baerbock, nämlich das Thema Europawahl und Waschmittel. Also die Frau Baerbock vergleicht nämlich die Demokratie mit Waschmittel im Wahlkampf. Und zwar gibt es ja Waschmittel und Waschmittel, und sie hat dann erzählt, dass sie natürlich gern immer ökologisches Waschmittel kaufen, aber das mögen die Kinder nicht, weil es nicht so schön riecht, also kaufen sie was anderes, macht aber der Mann, weil sie viel zu tun hat, hat sie ewig viel erzählt, und da dachte ich, sie ist jetzt unter die Waschmaschinenvertreterinnen gegangen. Allerdings ging es gar nicht darum, sondern sie erzählte, beim Waschen ist es wie beim Wählen, wenn man nicht wäscht, wird alles braun, deswegen muss man wählen gehen. Ja, da müssen die Grünen ja lange nicht gewaschen haben. Ja, das ist, aber das überfordert jetzt die beruflich bedingten Zuhörer. Ja, also ich kann niemanden mehr ernst nehmen, weil es nicht mehr um solche Dinge geht. Wir sind in einem Höhepunkt der Eskalation. Ja, aber wir müssen im Inland bleiben, denn Fridays for Future macht eine ähnliche Geschichte zur Europawahl. Allerdings waschen die nicht für die Demokratie, sondern die putzen Zähne. Die Luisa Neubauer hat auch so einen Zähneputzspot. Und wenn man nicht Zähne putzt, ist wie beim Nichtwählen, dann wird es braun. Also Zähne putzen und Wäsche waschen gegen rechts. Gut. Ich nehme es hin. Ich kann das nicht verarbeiten. Ja, du musst ja nicht. Musst du ja nicht. Es ist ja nur das, was im Inland passiert. Wir wurden gefragt von den ein oder anderen Zuschauern, wie das denn läuft mit dem Bundesstaatentreffen in München.
Nein, da muss man sich nicht vorher anmelden. Man muss auch keine Eintrittskarten kaufen und sonstige Dinge, denn es ist eine Kundgebung für etwas, und zwar für Frieden, Freiheit, Souveränität. Und da kommen wir zum Königreich Bayern. Da wollten wir letzte Woche nochmal drüber sprechen. Wie ist denn die Stellung oder die Wichtigkeit des Königreichs Bayern, des Königreich Bayerns, wenn wir jetzt die Verfassung nehmen, 1871, Preußen als der größte und wichtigste Staat des Deutschen Reiches. Aber wo ist das Königreich Bayern in der Gewichtung anzusetzen? Es ist der wichtigste Staat in diesem Deutschen Reich, weil er die Vollkommenheit dann hergestellt hat. Die Bayern sind jetzt der zweitstärkste Staat und sind ein Königreich. Und das Wichtige ist ja, dass ja die Könige im Grunde die Souveräne darstellen. Dann gibt es natürlich die vielen kleinen Leute, ja, Herzöge und Fürsten, aber der König von Bayern und der König von Sachsen, Bayern 6 Stimmen, Sachsen nur 3 Stimmen und Preußen, das ist ein bisschen in die Größe gegangen, ja, 17 Stimmen. Die drei machen das Deutsche Reich eigentlich aus. Aber Bayern hat ein Recht, mit zu Dingen Veto einzulegen, weil sie eben erst später dazugekommen sind. Das hat man im Norddeutschen Bund nicht berücksichtigt. Dort galt ganz klar, wenn der Norddeutsche Bund etwas beschließt, gilt das für alle. Aber im Deutschen Reich hat Bayern ein paar Ausnahmetatbestände. Sie sind relativ souverän. Allerdings müssen sie es sein wollen. Das ist ja bei allem so, ne? In allen Bundesstaaten der 26 deutschen Völker. Die Souveränität muss ja gewollt sein. Und eine Frage noch, bevor wir das Inland verlassen. Die Familie Krupp, die man ja auch so kennt, ne? Von diversen Dingen, Kruppstahl zum Beispiel, ist ja eine sehr, sehr starke, ich sage jetzt mal, Industriefamiliendynastie in Deutschland. Die werden jetzt vermehrt wieder in die Medien gebracht. Was denkst du, was das für einen Grund hat? Nein, das ist jetzt geopolitisch. Die Eskalation findet statt. Und Ja. das Schlimme an der Geschichte ist, dass die Kinder, die jetzt in den Großkonzernen sind und in den Regierungen, überhaupt nicht begreifen, was Krieg anrichten kann. Und sie möchten die Eskalation machen. Sie wissen, sie brauchen eine Motivation der Bevölkerung. Das kriegen sie natürlich mit dem Christopher Street Dingsbums nicht hin. Ja? Sie brauchen wieder Männer. Also, das dauert aber eine Weile. Und sie brauchen Waffen. Auch das dauert eine Weile. Im heutigen Zustand sind sie überhaupt nicht in der Lage, einen Krieg durchzuführen. Und trotzdem steigern sie laufend die Eskalationsspirale. Heute kannst du damit rechnen, sie bringen die Russen dazu, tatsächlich ernst zu machen, weil sie wollen Leute in die Ukraine schicken, jetzt NATO-Leute. Ja? Sie lassen die Russen angreifen, sie zerstören ein Frühwarnzentrum der Russen. Das macht die Militärs ganz nervös, ja, wenn solche Dinge passieren. Und ich lese in der Zeitung, dass sie 300.000 Amerikaner durch Europa latschen lassen jetzt. Sowas lese ich wieder belustigt. Ja? Die Amerikaner haben 800.000 Mann Militär. 176.000 sind Offiziere. Jeder Offizier hat mindestens 4 bis 5 Unteroffiziere. Rechne mal bitte noch aus, wie viele Soldaten da sind. Ja, das sind dann, wenn man jetzt Adam Riese und Eva Keine Zwerg, Rede. ne, nicht mehr viel. Ja, aber es ist für die Russen unwichtig, wer dahin marschiert. Wer dort in den Krieg geht und zu nah an die Front kommt, hat 4 bis 5 Minuten Überlebenschance. Und da ist es egal, ob er Englisch spricht oder Russisch. Ja, wobei. Die Ukrainer sprechen auch Russisch, ja? Wobei diese sogenannte Eskalation, die du beschreibst, die ist ja
kann man inzwischen wirklich faktisch sagen, gewollt. Denn man darf ja jetzt ruhig mal schießen mit westlichen Waffen. Da wurde auch die Frau Strack-Zimmermann, die ja jetzt zurücktreten möchte, die wurde gefragt, was denn passiert, wenn mit westlichen Waffen auf russischem Gebiet ein russisches Flugzeug abgeschossen würde. Und daraufhin hat sie geantwortet, na dann ist es eben abgeschossen und kann keine unschuldigen Ukrainer töten. Sie haben keinerlei Hemmungen mehr, weil das System ist zerfallen. Du kannst live und in Farbe zuschauen, wie die NATO zerfällt, wie die EU zerfällt. Die streiten sich untereinander, jetzt innerhalb der Linken, über Israel ist gut und Israel ist böse. Ja, die sind jetzt gespalten. Früher waren sie ein Block unter der Regenbogenfahne. Jetzt streiten die sich untereinander, ob nun Palästina, das ist, oder Israel die Guten sind. Und im Grunde ist das Land weder Israel noch Palästina. Es heißt Judäa. Ja, das war es früher mal und wird es wieder werden. Und auch dort wird eskaliert. Es ist nirgendwo ein Halten mehr. Es gibt keine erwachsenen Politiker mehr, die sagen, wir müssen jetzt verhandeln. Sie wollen in den Krieg, obwohl sie wissen, dass sie verloren haben. Das ist irre. Sie machen jetzt eine Friedenskonferenz, ja, die Verlierer in der Schweiz, und wollen den Russen diktieren, wie der Frieden hergestellt wird. Das ist eine neuartige Geschichte, die hat es noch nie gegeben, dass der Verlierer sagt, unter welchen Bedingungen er im Frieden haben wird. Ja, aber das wird jetzt gut werden, weil zu dieser Friedenskonferenz komme ich gleich. Bleibt mal bei der NATO, die Truppen Richtung Osten schickt. Auf der anderen Seite möchte der Erdogan nicht so ganz mitziehen und der hat ja eine sehr bekanntlich recht starke NATO-Armee, abgesehen von den USA. Das Dennoch ist die zahlt so, genau. stärkste Armee. Und jetzt spricht der eventuell von einem möglichen BRICS-Beitritt und spricht immer wieder über den Turan-Staat und also spricht das Osmanische Reich. Und gleichzeitig findet er das nicht ganz so toll, dass die NATO Richtung Osten marschieren möchte. Wenn der jetzt einfach sagt, ich mache nicht mit, dann ist doch eigentlich vorbei. Du musst das etwas tiefgehender betrachten. Wenn die darüber reden, dass die Türken in die BRICS eintreten können, dann sind sie lange drin. Ja, das ist immer nur, wie der Juncker das gesagt hat, wir machen einen kleinen Schritt, gucken. Niemand Genau. meckert, dann kommt der nächste Schritt. Ja. Die Türken müssen sich natürlich schützen. Sie haben ja weniger die militärischen Probleme, sie haben ja wirtschaftliche Probleme. Weil man mit ihrer Währung umspringen will, kann, wie man will. Ja? Der Euro ist zu dominant und der Dollar. Und mit dem Euro und Dollar können sie da jonglieren, wie sie wollen, mit dem, wie heißt das dort, türkisches Pfund, oder Türkische Lira. keine Ahnung, ja? Ist Türkische nicht Lira wichtig. sind es, glaube ich. Und aus dieser Situation kommen sie raus, wenn sie in die Golddeckung gehen, wie es die BRICS jetzt vorschreiben. Und das läuft auch, es läuft sogar so passabel, dass sie den Goldwert, nein, dass sie den Gold, ich muss Wert sagen, ja, Du das Gold musst ist Wert sagen, es klingt immer verständlicher. gleichwertig. Aber sie brauchen mehr Zettel, um das Gold zu kaufen. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt. Sie haben Verträge mit dem Papier. Goldobligationen haben sie den Goldpreis immer gedrückt. Ja? Und jetzt fangen die Ersten an, oh, ich habe jetzt hier Goldobligationen, ich muss mir das mal auszahlen lassen. Und jetzt besteht natürlich für die vielen Zettel, die sie ausgegeben haben, der Bedarf, dass sie jetzt Goldstückchen rüberrollen lassen. Haben sie aber nicht. Und sie versuchen wieder zu deckeln, aber das ist jetzt nicht mehr anzuhalten. Dieser Goldpreis in den wertlosen Währungen Euro und Dollar ist nicht mehr aufzuhalten. Und jetzt stößt der Silberpreis nach, was man eigentlich erwarten muss als, naja, als begabter Finanzwissenschaftler in den Banken.
Das Silber war immer ein Schock, Silber war ein Gold. Ja. Egal welches, ob du Gramm nimmst oder eine Unze. Und jetzt geht es in die Richtung, dass wieder 60 Silber ein Gold sind. 60 Silbermünzen sind eine Goldmünze. Und dann haben wir wieder ein stabiles Finanzsystem, mit dem du auch bezahlen kannst. Denn du kannst ja mit Gold kein Brot kaufen gehen. Ja? Kannst du schon, musst halt immer ziemlich viel mitnehmen. Oder je nachdem, wie viel Brot du kaufen willst. Wobei, was du gerade ansprichst mit den Zetteldrucken für den Goldpreis, der ja immer dasselbe hat, die RBI, also die Reserve Bank of India, die bringt jetzt wohl 100 Tonnen Gold, also das eigene Gold, das indische Gold von Großbritannien nach Indien in eigene Safes bzw. eigene Banken. Die möchten ihr Gold zurück ins Land holen und sprechen sich gegen die CBDC aus, also die Central Bank Digital Currency. Digitale Zentralbankwährung, gegen die sich Herr Trump ebenfalls ausspricht. Und das könnten ja ebenfalls klare Zeichen sein, dass im Prinzip der Dollar nur noch künstlich beatmet wird und somit eigentlich schon weg ist. Habe Oder? ich gerade beschrieben, ja. Sie haben die Zettel, wir besitzen 1000 Tonnen Gold und jetzt kriegen Sie die ersten Raten. Ja. Es sind aber keine 1000 Dollar dort, keine 1000 Tonnen Gold in London. Die sind irgendwo verwurstelt, ja. Und das wird jetzt überall fließend geschehen, diese Rücknahme des Besitzes von Staaten ins eigene Land, weil sie haben jetzt erkannt, oh, die Russen haben Dollars in Europa und in den USA und die sind dann einfach weggenommen worden. Das kann doch uns genauso passieren. Wir gehorchen ja auch nicht. Ja? Jeder, der nicht gehorcht, hat die Probleme. Und deshalb siehst du überall in der Welt jetzt diese Konsolidierung in Metall. Sie werden ihr Volksvermögen versuchen zu schützen und in die eigenen Tresore zu bringen. Weil angreifen kann niemand, niemanden mehr. Das in der Ukraine und in Gaza ist der letzte Krieg. Es gibt Dein keine Wort, Möglichkeit mehr, Krieg zu machen. in Gottes Ohr. Und das wäre ja auch was, und da ist es jetzt eine schöne Brücke, ganz kurz zum Thema Entgegenwirkung der Spaltung, sei es jetzt unter den Völkern, unter den Kulturen, den Religionen der Menschen, aber auch bei uns im Inland. Na, wir hatten es neulich mal angesprochen, Frank Mayer hat es so schön gesagt im Video zum Bundesstaatentreffen, wir schaffen jetzt den ganzen Wessi, Ossi, Nord, Süd, Ost, West einfach ab. Sagt er, wir sind Deutsche aus den 26 deutschen Völkern mit unseren Tugenden, unseren Werten. Und da hatten wir jetzt ja vergangenen Sonntag eine ganz interessante Unterhaltung, weil wir dort im Hintergrund eben diese Sondersendung vorbereiten zu dem Thema Du bist gemeinsam, du bist der Souverän. Auf diesem Wege Grüße nicht nur an den lieben Frank vom Bundesstaatentreffen, sondern auch an den lieben Friedemann vom Kanal Meckle macht gute Laune. Wir sind dort im Hintergrund gerade ein paar Dinge am Vorbereiten. Und wie siehst du das, diese Idee, die wir dort am Sonntag ins Leben gerufen, Hajo, ins Leben gerufen haben, dass wir dort sagen, lass uns mal gemeinsam gegen die Spaltung vorgehen? Ja, für mich gibt es keine Spaltung. Es ist meiner Meinung nach der Wille der einzelnen Menschen, der ist wichtig. Der eine will dahin, der andere will dahin, der andere will dahin. Der andere eine erklärt, das ist Quatsch, das ist. Das Problem zeigt aber ganz offen, dass wir als Volk niemals eine Chance haben, irgendeine Richtung einzuschlagen, weil wir niemals geeint sein werden. Aber man kann doch freundlich miteinander umgehen. Ja? Mir ist doch das im Grunde die Zukunft nicht ganz so wichtig wie den vielen jungen Leuten, die jetzt Probleme haben. Ob nun der Kaiser mehr als eine Stunde länger da ist oder nicht, ist mir doch im Grunde egal. Aber es gibt eben diese Idee, wir müssen wieder mal souverän sein in einem souveränen Reich. Und diese Idee wächst und die ist gemeinsam. Diese späteren Sachen, die können sich doch die Leute dann im Reichstag die Köpfe einschlagen. Das interessiert mich herzlich wenig. Mir gefällt es, dass die Menschen langsam aufwachen und dass sie merken, oh, das, was wir haben, ist nicht das Gelbe vom Ei. Gelb ist FDP.
Das ist schon ein grün schimmerndes, verfeiltes Ei, was da läuft. Also, das ist wichtig und das Schöne ist, dass die Begleitmusik in der Öffentlichkeit so wunderbar trivial ist. Eine Hetze gegen rechts von früh bis abends, sogar eine Hetze gegen Lieder, gegen besoffene Jungs. Dann hast du diese Messerstechereien. Und die Reaktion der Verrückten, ja, es geht die gar nicht an. Sie wollen die Tante da, die jetzt in der EU will, noch 100.000 Afghanen. Jo, mir ist das wurscht, ja. Ich weiß, dass die noch halbwegs souveränen und denkenden Staaten keine Fremden mehr aufnehmen. Du siehst doch schon, dass alles sich zurückentwickelt. Die Dänen, die Norweger, die Schweden, die Holländer, die Ungarn, die Slowaken. Also es geschieht genau das, was geschehen muss. Und das bisherige, das geht Bach runter. Und das Schöne ist, dass sie Dinge vorwärts treiben, die nach ihrem Bewusstsein das Deutschland vernichten, ja. Aber sie haben nicht das Maß dazu. Das ist ihr größtes Problem. Sie brauchen Geld. Und diese schöne Reinholen von Migranten, Hotels bauen oder Hotels anmieten, das ist nur noch im korruptiven Sumpf durchhaltbar. Und selbst dort reicht das Geld nicht mehr. Und deshalb muss der Lindner wieder noch mehr Geld machen, noch mehr Geld machen. Jetzt hat er wieder gesagt, dass sie sich ein bisschen verrechnet haben. Ja, ich glaube, gibt es überhaupt in der Regierung noch jemanden, den man nicht als Trottel bezeichnen kann? Nein, die können alle rechnen, die sind alle gut. Die sind Gut. alle, Hajo, das ist wichtig, sonst bist du rechts. Gut. 1 plus 1 ist irgendwas und wenn du das jetzt abstreitest, hast du Unrecht. Dann ist es rassistisch und nicht gendergerecht. Völlig korrekt. Also ihr seht, es läuft einiges und ihr seht auch, dass einiges im Hintergrund läuft, im positiven Sinne, dass wir dort eine schöne Sendung vorbereiten. Wir hatten vergangenen Sonntag ein, ja, wie soll ich sagen, intensive Unterhaltung mit dem lieben Frank Mayer vom Bundesstaatentreffen und dem Friedemann Mack von dem Kanal Mäckle macht gute Laune. Es war 1,5 Stunden echt konstruktives, tolles, gutes Gespräch, was wir fortführen werden. Ihr dürft also auf eine Sondersendung gespannt sein. Und weil du vorhin sagtest, heilloses Durcheinander, jetzt kommt ja der Friedensgipfel in der Schweiz. Und der ist ja toll, weil, wie du vorhin sagtest, die Verlierer sagen, wie es läuft. Selenskyj weiß nicht mehr so genau, wen er anbetteln soll. Und jetzt kommt der Joe Biden nicht persönlich. Aber ich habe gelesen, er sendet die kompetenteste Vertretung, die er schicken kann, Kamala Harris. Sehr gut. Wenn der Herr Harris dort ist, dann wird das alles perfekt. Hängen wir Der dreimal ist. die Regenbogenfahne raus. Ja. Also, macht ja nichts draus. Das wird ein G7-Zwerge-Treffen. Das müssen wir im Fernsehen, das gucke ich mir an. Weil die Chinesen machen in Asien klar, dass keiner hinfährt. Die Russen haben es klar gemacht innerhalb der BRICS. Und Biden kommt nicht, die Türken kommen nicht. Überhaupt kein Regierungschef von einem souveränen Land kommt. Na, Wow. do, 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 do. Nein, 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 nein. Also beliebte souveräne Landeschefs, Macron, Trudeau, Scholz, das sind ja richtige Kaliber. Ne, der Salvini hat doch gerade zu Macron gesagt, er soll sich wie heißt das, schusssichere Weste anziehen, Stahlhelm aufsetzen und in die Ukraine gehen. Ja, aber das ist ja ein Rechtsradikaler. Der Macron möchte ja zum Friedensgipfel, damit die Frau Strack-Zimmermann das Flugzeug nicht abschießen muss. Also die andere. Der ist Minister in Italien. Leider wurde er nicht gewählt. Man So. hat erwartet, dass er die 30% kriegt von 5 Sterne. Hat man nicht gemacht. Man hat was Schöneres zurande gekriegt. Ja. Man hat eine hübsche Frau hingestellt und die ist jetzt Regierungschefin. Sie war anfangs für die Russen, gegen die NATO, gegen die EU und heute perfekt eingereiht. Ja. Und das sind immer mehr, aber
Die wichtigen Gestalten sind das nicht, was, dass Italien später gar keine Rolle. Die werden sich schon in Italien zurechtfinden. Die wichtigeren sind, dass Opern deutlich geworden ist. Du Was glaubst die es nicht, aber das NATO, wollte ich gerade vorlesen. ja, was die NATO veranstalten will und was die EU veranstalten will. Dazu kommen die Reaktionen aus Belgien. Wieso darf denn der das? Wir müssen den Ungarn das Stimmrecht entziehen. Natürlich, das. Das werden die auch machen. Sie sind auf einer Spirale, wo sie nicht mehr zurück können. Und das, was bedeutet das denn, wenn sie Ungarn die Stimmrechte haben? Dann braucht Ungarn die EU nicht mehr. Dann werden sie austreten. Genauso die Slowakei. Und Serbien wartet drauf. Ja? Nicht umsonst war Xi in Serbien und in Ungarn. Da Also war er vor 2, 3 Wochen, da hatten wir es davon in der Sendung, genau. sie haben schon genügend hintergründige Informationen, dass die Chinesen ihnen helfen werden. Und damit können sie dann mutig werden, gegen diesen Moloch in Brüssel ein paar Worte zu sagen. Das ist schön, dass es sowas gibt. Wobei der Wert. Da kann man den Ungarn dankbar sein, dass sie den Orbán so wertschätzen. Hast du das gesehen? Da waren fast so viele Leute wie in Sylt bei der Demo gegen rechts. Du meinst Hamburg, und in Hamburg waren viel mehr, da waren nämlich 20 Milliarden Nein, es Menschen war aus. doch vorige Woche in Ja. Sylt eine 8 Milliarden Demonstration gegen Ach, du 8 auf Leute. Sylt, ich dachte, du 8 meinst die in Leute. Hamburg. Nein, nein. 8 Milliarden haben wir in Sylt gegen in Sylt. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. In Sylt gegen rechts demonstriert. Dann habe ich noch mal nachgelesen, aber es waren nur 8 Leute oder 7. Ja. Ja, man hat ja versehentlich die Nullen hingemacht, Aber ich auf denke nur Sylt. noch in Milliarden. Na, das Ich habe macht die auch Sinn. Nachricht. Also, das war auf Sylt, weil Sylt ist eine Insel. Da war ich tatsächlich schon mal vor über 20 Jahren. Ist eigentlich ein schönes Fleckchen. Wie es inzwischen aussieht, weiß ich nicht. Und dort waren 8 Milliarden richtig. Die waren von Hamburg im Januar direkt nach Sylt gewandert, kamen aus der ganzen Galaxis, weil du sprachst über die Belgier, die sich da aufregen über die Ungarn. Das ist ja so im Wertewesten. Der Wertewesten ist sehr tolerant, solange du deren Meinung teilst. Das ist eigentlich relativ einfach. Und Orban wurde deutlich, da hast du völlig recht, er sagt, Ungarn kämpfe für eine souveräne Weltordnung und wir helfen, die Kriegselite zu stürzen. Und da war ja dann eine Riesendemo in Budapest und dort sagte Orban, Zitat, ich sage es langsam, damit Sie es auch in Brüssel verstehen. Ein drittes Mal werden wir Ungarn uns nicht gen Osten wenden. Wir haben an der russischen Front nichts verloren. Wir verheizen nicht unsere Jugend, während sich Kriegsspekulanten dumm und dämlich verdienen. Zitat Ende. Das ist wunderbar, wenn solche Aussagen kommen. Für mich ist nur traurig, dass die deutsche Jugend das noch nicht schnallt, ja, was gerne kommen soll in Zukunft. Jetzt im Moment gibt es überhaupt keine Möglichkeit, kriegerisch aktiv zu werden, außer für die aktiven so Diensttuenden in den G7-Armeen. Aber solche Politiker hatten wir auch mal. Ich weiß nicht, ob die alle so ehrlich waren, wie sie immer geredet haben, aber Schmidt war meiner Meinung nach gut. Der Brandt, bis auf den Kniefall, war gut. Adenauer hat für seine Bevölkerung was geschaffen. Also es gab schon ein paar Leute, die sich Gedanken gemacht haben. Aber diese Leute mit Kohl und Genscher, sie haben sich damals auch Gedanken gemacht über, naja, jetzt haben wir ja gewonnen. Ja. Eigentlich hätten sie weiterdenken müssen. Was passiert denn jetzt, wenn wir die Russen so striezen? Ja, ist doch logisch, dann baut sich ein Widerstand auf. Auf eine Aktion kommt immer eine Reaktion. Die hat dort ungefähr 15 Jahre gedauert. Und jetzt haben sie eine Reaktion, die ihnen eine Niederlage zugefügt hat.
Und immer noch begreifen sie das nicht. Sie hätten einen Ausweg, stehen alle Tore offen. Jetzt wollen sie nach oben in eine Kriegsspirale, aber sie müssen sich wahrscheinlich selber die Schutzweste anziehen, so wie Salvini das gesagt hat. Ja? Wer von den Linken gerne Krieg gegen Russland führen soll, soll die Ukrainer unterstützen. An Nein, der Front. Ajo, es kann nichts passieren, denn der Spiegel hat auch schon getitelt für die Bevölkerung, wenn es dann ernst wird, weil die bösen Russen, und du weißt schon, dann in Bunker soll man keinen Schutz suchen, sondern einfach in Kellerräume gehen, da ist man geschützt, Du wenn es kannst dann einfach losgeht. spazieren gehen, das geht dich doch gar nicht an, was hier stattfindet. Ja, ich sage Niemand nur, was. wird dich, Bürger, angreifen. Niemand. Das behauptet. Außer vielleicht der eigenen Leute. Das behauptet der Wertewesten komplett anders, aber ich verstehe, was du meinst. Kommen wir in die USA. Da ist ja der Trump jetzt endlich verurteilt, dieser Schwerverbrecher, in allen 34 Anklagepunkten. Und der Herr Biden, der ja ein sehr kompetenter Präsident ist, der hat gesagt, es wird Zeit, dass wir die Südgrenze schließen, damit keine Migranten mehr reinkommen. Merkst du Ja, was? hat er gesagt. Erstens hat er okay Geld mehr. Ja, das ist eine rein, das erste ist eine finanzielle Angelegenheit. Und zweitens soll irgendjemand wahrscheinlich im November die Demokraten wählen. Ich weiß zwar nicht wer, wen sie noch haben. Ja. Das ist ja genauso, wenn du eine beiden Rallye siehst, kommen genauso viele Leute wie in Sylt. Ja. Ja, und das kriegt man aber in einer besseren Menge, so wie in Budapest, wenn du halt die Grenzen zumachst, weil das viele Leute stört. Ja. Es kostet Geld, bringt Unordnung, Verbrechen und so weiter. Und das möchten die Amis nicht mehr haben. Aber ich glaube, die Amis sind mittlerweile ein topfittes Volk. Sie haben Das. begriffen, wie gesteuert wird. Ja, vor allem hat der Herr Biden gesagt, dass wenn mehr als 2.500, mal höre, mehr als 2.500 illegale Übertritte pro Tag stattfinden, dann wird er die Grenze schließen. Und wenn es weniger als 1.500 sind, wird er sie wieder öffnen. Das heißt, im Prinzip, es sind immer weniger als 1.500, wenn sie wirklich zugemacht würde. Und danach wieder mehr. Aber 2.500, das kommt ja in der Minute fast. Also es ist also reine Polemik deiner Meinung nach. Was anderes könnte Nein, ich mir auch nicht nein, vorstellen. es ist ein Schulprogramm. Den Amis wird vorgeführt, was die Demokraten vorhaben. Und solche Zahlen, die sind doch haarsträubend. Ja? Richtig. 300.000 Mann im Jahr oder, wenn es wieder aufgemacht wird, 1 Million pro Jahr. Das verkraften die Amerikaner nicht. Genauso wenig, wie wir das verkraften. Wir haben es doch hier noch viel schwieriger. Wir geben die Masse unseres verfügbaren steuergekleideten Geldes aus, um innerhalb der Korruption diese Geschichte Einwanderer zu finanzieren. Und jetzt kommt in die Öffentlichkeit sogar, wie sie das machen. Ne? Die einen holen die Leute rein. Und dafür wird gespendet an die Politik, damit die Leute reingeholt werden können. Und das Schöne war, sie sprachen von Chinesen. Ja. Chinesen sind für niemanden der Verlust, weil die immer arbeiten, immer ihr Geld verdienen. Und wenn hier reiche Chinesen kommen, dann wäre es sogar gut. Ja. Dann ist das ein Wirtschaftsaufbauprogramm. Das kommt aber trotzdem in die Öffentlichkeit. Und vielleicht denkt mancher nach, was ist denn da mit den vielen Afrikanern und Arabern und Afghanen und so weiter. Das muss doch auch finanziert werden. Wie machen die denn das? Sie finanzieren das über die Errichtung von Gebäuden, Vermietung an irgendeinen Verein, der sich Amt nennt. Und damit machen sie sich die Taschen voll mit Geld, wo du jetzt schon die Wertsenkung erlebst bei diesem Gold und Silber. Ja. Sie machen immer mehr, immer mehr, immer mehr Geld. Und im Grunde, das, was sie damit anrichten, ist lediglich, dass die Bevölkerung
nicht mehr einkaufen kann, weil die Preise zu sehr steigen. Und auch das ist ein Lernprogramm. Ich glaube aber, die Deutschen fangen auch schon langsam an, nachzudenken. Denn bis auf Mannheim, die Demo gegen Rechts, das hat mich schon beeindruckt, ja, wie viele Leute da gegen Rechts demonstriert haben, nachdem sie einer von den Leuten, die sie so lieben, einen Polizisten abgemurkst hat. Das ist traurig. Das ist traurig, es Dafür. ist aber auch seitens der Politik traurig, wie die Reaktion ausfällt, denn hier solle man nichts überstürzen, keine voreiligen Schlüsse ziehen. Und eine Woche vorher bei den singenden, zugedröhnten Jugendlichen auf Sylt fordert jeder sofort eine Haftstrafe. Aber hier in diesem Fall Mannheim soll man keine voreiligen Schlüsse ziehen und es nicht mit der Migration in Verbindung bringen. Und was ich interessant fand, weil wir lehnen jegliche Form von Gewalt, Rassismus, Hass und Hetze ab, das sei man in aller Deutlichkeit gesagt, dass viele in Deutschland lebenden Muslime und Menschen mit Migrationshintergrund, egal ob in erster, zweiter, dritter Generation oder ganz frisch in Deutschland lebend oder recht frisch, haben sich alle gegen diese Radikalität, die dort in Mannheim passierte, ausgesprochen und alle und sehr viele sich dafür eingesetzt, dass die Deutschen endlich reagieren sollen, damit solche Vorfälle nicht überhand nehmen und haben sich mit den Deutschen solidarisiert. Das wird wiederum allerdings nicht in den Medien berichtet, weil das könnte ja die Spaltung entspalten. Es wird zu einer solchen Solidarisierung kommen, wenn du mich verfolgt hast in der Vergangenheit. Ich habe nie was gegen die Türken gehabt. Das ist ein gar nicht so übles Volk, ja. Und sie handeln nach der Devise, die immer innerhalb der deutschen Länder galt. Wenn man hierher will nach Deutschland, kann man kommen. Aber man muss seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja? Und das machen doch die meisten Türken. Wie sie das machen, geht doch niemandem was an. Und sie werden auch gestört durch diese Preissteigerung. Die Leute haben weniger Geld. Und die Bevorzugung dieser Interhotel-Touristen, die merken sie auch, sie müssen den ganzen Tag arbeiten, um Einkommen zu gestalten, die anderen kriegen Hotelschlafplatz und massenweise Geld, wovon sie noch was nach Hause schicken können. Das gefällt niemandem, der davon ausgeht, dass er seinen Lebensunterhalt redlich verdient. Egal, ob er Türke ist, ein Chinese, ein Deutscher oder ein Außerirdischer. Oder ein Außerirdischer, du meinst jetzt die Länder von 100.000 Kilometer Entfernung, die deine Ex-Favoritin immer anspricht. Eine Sache gab es noch von einem Hollywood-Schauspieler, dem Steven Seagal, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Und der hat eine Aussage getroffen über die Ukraine und sagte, die Ukraine sei bekannt für, Zitat, Organhandel, Kindersexhandel und Nationalsozialismus. Zitat Ende, Steven Seagal. Ja, hat er nicht unrecht, der junge Mann. Ja, ganz so jung ist er nicht mehr, aber Ich glaube, der ist jünger als ich. ja, ich glaube, er ist einen Tacken jünger als du, aber ich glaube, so ganz arg viel jünger ist er nicht mehr. Kann auch falsch liegen. Und es gibt noch eine Meldung aus Russland, denn nach dem Föderationsrat und dem Sicherheitsrat gibt wohl auch die Duma grünes Licht zur Aufkündigung des 2-4-Vertrages. Zumindest ist die Mehrheit dort dafür. Ob die endgültige Abstimmung stattgefunden hat, ist jetzt noch nicht zertifiziert. Aber wenn das auch noch mit dem grünen Licht enden sollte, dann läge es ja an Putin, diese in Anführungszeichen Jokerkarte jederzeit zu spielen. Die wird sicherlich nicht morgen früh gespielt, aber wenn die 2-4 Verträge jetzt faktisch aufgekündigt sind, was es für uns bedeutet, hatten wir schon oft. Aber was denkst du, wie wird Putin diese Karte, diese Spielkarte, um es mal metaphorisch zu sagen, nutzen? Na, du musst erst mal verstehen, wie das Gesetzgebung, das Verfahren läuft. Ja. Der Vertrag wurde geschlossen. Der ging in die Duma und in den russischen Senat. Die haben ein Gesetz draus gemacht. Und das hat der damalige Präsident unterschrieben. Damit ist das endgültig wirksam. Für alle, auch für den Präsidenten. Und jetzt passiert etwas ganz anderes. Jetzt hat die Duma darüber nachgedacht, was machen denn die Deutschen? Und da haben sie jetzt gesagt, der Präsident ist berechtigt,
diesen Unterschrift des Präsidenten zurückzuziehen. Damit wird er dann ungültig. Solange der Präsident immer noch unterschrieben hat, kann die Duma wählen, wie sie will. Ja, interessiert niemanden. Der Präsident muss jetzt sagen, nicht mehr. Aber er könnte jetzt, weil die Duma und der Föderationsrat gesagt haben, mach mal, wenn du magst. Er hat die Genehmigung zum Streichen dieses Gesetzes. Und ich meine, das sind doch alles Dinge, die völlig bedeutungslos sind. Die ehemalige Favoritin hat den Krieg erklärt. Der heutige Bankräuber hat gesagt, greift die Russen durch an mit unseren Waffen. Ich weiß nicht, was man noch mehr machen muss, um einen Kriegszustand herzustellen. Das stimmt, aber weil du gerade sagtest, völlig bedeutungslos, da bin ich jetzt frech, weil da kommt der ein oder andere Zuschauer und sagt, Moment, du hast vor einiger Zeit gesagt, die Aufkündigung des 2-4-Vertrages könnte uns schrittweise in die Freiheit bringen und jetzt sagst du, es ist bedeutungslos. Das ist vielleicht für den ein oder anderen Zuschauer verwirrend. Der ist doch schon lange zu Ende, dieser Vertrag. Wir haben theoretisch nicht die Deutschen, wir haben gar keinen Vertrag, wir Deutschland. Ja? Das sogenannte Deutschland hat keinen 2-4-Vertrag. Nur die Russen haben den. Und irgendwann müssen ja jetzt Friedensverhandlungen geführt werden. Und in den Friedensverhandlungen muss Russland genauso gut dastehen wie Amerika, China, ich weiß nicht, ob ich England noch erwähnen soll, ja, das kleine England, ob es die Naja, überhaupt noch. erwähn's doch einfach aus Höflichkeit. Gut, ja, also die Russen sind gebunden, solange das noch unterschrieben ist, an Passagen des Vertrages und an ihren Truppenabzug. Und wenn Putin sagt, weg, dann entsteht nur weiter nichts als Niemandsland innerhalb des Staatsrechts. Dann gibt es die DDR wieder, die Bonner Republik, aber die Realität ist immer noch dieselbe. Aber zum Verhandeln im Friedensvertrag, der kommen wird, ist es eben besser, wenn die Russen raus sind, als Bindungen aus alten Verträgen. Sie stehen dann wieder einfach als Sieger des Zweiten Weltkrieges da. Und das ist viel günstiger für den, der den Friedensvertrag vorbereitet. Lavrov macht das und Putin wird dann nicken oder ablehnen. Ja, wobei Friedensvertrag vorbereitet, meinst du jetzt in Bezug auf Deutschland als Ganzes, als oder die ehemalige DDR, Mitteldeutschland und die Gebiete Schlesien, Pommern, Westpreußen, Ostpreußen? Oder meinst du Teile des Königreichs Preußen und Sachsen und die Fürstentümer in der ehemaligen DDR oder Friedensvertrag mit wem? Ja, da gehört noch mehr dazu. Also wenn du über den Zweiten Weltkriegsfriedensvertrag redest, dort haben die Russen, die damals noch Großbritannien und die Amerikaner einen Staatsvertrag geschlossen. Jalta und Potsdam. Und dort haben sie gesagt, dass das Deutsche Reich halt besetzt ist, beschlagnahmt ist und so weiter. Und sie haben für dieses Deutsche Reich Grenzen vorgeschrieben. Das hörte man immer früher noch, wo real geredet wurde im Fernsehen. Die Grenzen von 37 hatten sie damals festgelegt, damit wir nicht in der Ukraine, in der Antarktis mitmischen dürfen. Ja? Also anderer Hintergrund. Und dieser Vertrag gilt immer noch. Den haben die alle drei Staaten ratifiziert und alle drei Präsidenten unterschrieben. Also ist der gültig. Und um diesen Vertrag wieder wirksam werden zu lassen, muss Russland aus dem 2-4-Vertrag raus, damit sie wieder rum, 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 ja, Stalin, Churchill, Roosevelt oder Truman danach, damit sie wieder verhandeln können und ihre Stimme Gewicht hat. Heute könnte man sagen, euer Russen habt doch gesagt, dass er nicht mehr besetzt und so weiter. Ja. Ist also besser, wenn sie den staatsrechtlichen Vorgang wieder in den Ursprung versetzt haben.
dass hier dann wahrscheinlich die Russen nicht kommen, um uns zu besetzen, halte ich für sehr wahrscheinlich. Du hältst es für wahrscheinlich, dass sie kommen oder dass sie nicht kommen? Ich glaube nicht, wenn wir nicht noch verrückte Sachen einstellen, das weiß ich ja nicht, was in Berlin noch geplant ist, werden sie nicht kommen. Aber juristisch, im Völkerrecht, ist dann natürlich die DDR wieder da. Ja, könnte einer sagen, ich bin jetzt DDR. Und der andere muss sagen, ich bin Bonn. Es gibt noch die zwei Staaten, die in diesen na, Staaten, diese zwei Vereine, die innerhalb des 2+4-Vertrages behandelt wurden. Und schon das Wort ist verkehrt, 2+4-Vertrag. Es ist kein Vertrag, weil niemand Ja. unterschrieben hat, außer die Russen. Dann ist es ja eher eine 2+4 Ideengebung, Versammlung. eine Versammlung, eine 2+4-Versammlung. Das macht Sinn. Eine 2+4-Versammlung. Wir müssen noch ein bisschen über die Probleme Russlands in dem Konflikt mit der Ukraine reden, denn der Boulevard schreibt ja immer ganz andere Dinge, die du behauptest. So ist zum Beispiel der Schweizer Boulevard völlig klar. Dass ja, es, das, Achtung, die russische Offensive würde durch die Ukraine zurückgedrängt, westliche Waffen haushoch überlegen, Putin verzweifelt. Sind das Komiker-Magazine oder wovon Nein, redest das du? ist also Boulevard und die schreiben die Wahrheit über was läuft. So, ja, nein, nein, ich habe gerade gelesen, dass der Bild-Chefredakteur, ich weiß nicht, wie der heißt, ist nicht wichtig, dass der gesagt hat, wir haben Putin zu sehr gewähren lassen. Können Sie sich das vorstellen, wie bekloppt die sind? Ein Chefredakteur der Blöd-Zeitung sagt, wir haben es unterlassen, Putin die Richtung zu geben. Ja? Also, das Vorhergehende war wirklich, haben die den Überblick verloren. Selbstverständlich. Putin ist der Führer eines Riesenstaates, des mächtigsten Staates der Welt. Und jetzt wird er immer größer. Du merkst langsam, wie die Satelliten wieder zurückgehen nach Russland, weil es ihnen da besser ging. Überall sind jetzt die Unordnungen durch die NATO und durch die USA, durch die Eingriffe der EU. Und auch das zerfällt genauso wie alles andere. Du erlebst das live und in Farbe in Georgien. Die machen nicht mehr mit. Shevardnadze hat dann ihr Land verkauft an die Amis und jetzt werden sie erwachsen. Jetzt machen sie dieses Fremdbestimmungs, ja, dieses Gesetz. Genau. Und ich glaube, wir haben heute noch was verabschiedet. Also sie entwickeln sich weg von der EU. Sie machen ihre Sache jetzt selbst. Und Ja. das sieht doch gut aus. Also du wirst Georgien wieder eng an Russland geschlungen finden. Es ging ihnen damals wirklich gut. Das ist wohl wahr, das kann man nicht abstreiten, aber weil du den Bild-Chefredakteur meinst, also Bild, die Buchstaben bei der Bild-Zeitung stehen ja für Brechreiz in literarischer Darstellung. Ne? Das ist ja Bild-Zeitung, ja? Also das ist ja die Abkürzung, deswegen heißt die Bild, hat mit dem Bild-Foto nichts zu tun. Und einen letzten gibt es noch, wir haben wieder das Klimaproblem. Es ist wirklich wieder heftig, weil der Mensch erhitzt die Erde wie noch nie. Es ist alarmierende Zustände weltweit. Also ich habe jetzt 4 Wochen gefroren. Hajo, nein, du, nein, du hast vor lauter Hitze gedacht, du frierst, weil du einen Hitzewahn hast. So musst du das sehen. Da fällt schon mir die ganzen Unterlagen runter hier, siehst du, vor lauter Klimawandel. Ich weiß nicht, was ich zu solchen Zeug sagen soll. Es ist sonnenklar, die ganze Klimageschichte ist Schwindel. Die Ja. Kokolores-Geschichte ist Schwindel. Ja. Die mit der Geschichte, die es läuft, ist Schwindel. Ja. Das kann man doch alles nicht mehr ernst nehmen. Ja, es gibt auch Orte in Deutschland, in der BRD, wo Bürgermeisterkandidatinnen von IWA pro Region bei der Antifa mitdemonstrieren und
eine Schweigeminute stören und sagen, wir sind für Meinungsfreiheit. Also gibt es doch auch Klimawandel. Nee, der Klimawandel ist ganz offensichtlich. Nee, das andere ist auch offensichtlich. Man weiß ja, wer die ganzen Vereine finanziert. Das sind ja meistens Vereine mit zwei, drei Mann, ja. Die kriegen 20.000 und damit machen die Politik für den Staat. Wie diese bekloppten Omas da, ja. Kriegen auch Geld. Das ist Meinst du jetzt alles die, ein meinst du jetzt die, Riesenclub. meinst du Der jetzt die arbeitet Omas gegen zusammen rechts? und Meinst bescheißt du Omas gegen rechts Bevölkerung. oder Omas gegen Klima? Das ist mir wurscht. Wurscht. Es gibt ja zwei Omas. Ja, mir sind die Omas recht vollkommen wurscht, weil du kannst demonstrieren, was lustig bist. Es spielt keine Rolle. Es ist nur notwendig für die da oben, dass sie sagen, genau, die haben das gesagt, wir müssen da jetzt was machen. Ja? Das ist immer Vorbereitung von irgendwelchen Maßnahmen. Egal welche. Das begreifen aber die Leute langsam, weil es eben nicht gut befunden wird, wenn in Mannheim ein Polizist abgestochen wird. Das ist auch völlig Das nicht gut und passt nicht ins Konzept. das passt nicht ins Konzept. Absolut richtig. Dennoch nochmal für den Polizist, er möge in Frieden ruhen und für seine Familie alles Gute und für seine Freunde und die Kollegen. Als zum Abschluss, was rätst du jetzt den Menschen, die jetzt wirklich vielleicht diese Sendung sehen, aus Zollroda-Tribes und eine Kandidatin haben, die da eine Schweigeminute stört? Was rätst du denen am Sonntag, wenn es dann zur Stichwahl kommt? Ach, naja, ist relativ einfach. Ein Kreuzchen bei der AfD machen und am Ende gucken, was da ausgezählt wird. Und dann muss man das auch, das Ergebnis melden. Natürlich können Sie immer noch bescheißen mit den Briefwahlen, ja. Das ungültig geht dann ein bisschen schwieriger, wenn die Leute das kontrollieren, zugucken. Dann wird das mit den Ungültigen sich, naja, minimieren. Aber sie können trotzdem immer noch einfach Wahlkreise erfinden oder Wahllokale erfinden und können wählen, was sie wollen. Der Apparat bestimmt, wer gewinnt. Das ist doch relativ einfach. Trotzdem ist es für die Bevölkerung gut, wenn sie Kreuzchen bei der AfD gemacht hat. Diesen Sonntag natürlich beim Freien Sachsen. Ja? Da geht es Ja, ja um Sachsen. das geht aber nicht in Ostthüringen, weil sonst, ne, da kannst du keine Freien Sachsen wählen, weil das ist das Nein. Fürstentum Reuß, mein lieber Hajo. Wir haben doch in dem sogenannten Thüringen den, wie heißt der, Höcke. Jawohl. Er hat doch bisher gute Aussagen getroffen, ist doch ein kluger Richtig. Mann. Also, ich habe nichts dagegen. Dort musst du nicht gegen die AfD kämpfen, weil die Spitze ist in Ordnung. In Sachsen, in Dresden haben wir da ganz andere Verhältnisse. Deshalb, Sachsen muss Freie Sachsen wählen. Die AfD kriegen sowieso genug Stimmen, weil die Leute die Schnauze voll haben. Ne? Mindestens 30, 40% der Sachsen sind gegen dieses Berliner Panoptikum. Und ich bin gegen Wahlen. Aber das kriege ich doch nicht in die Menschen rein. Ja? Sie Leute wollen einen Denkzettel geben. Und sie denken, dass die Wahlen irgendwas beeinflussen. Es gibt bekannte Sprüche zu Wahlen. Ja? Da gab es Wahlen mal ein Zitat, mehrere. können tatsächlich nur ernst genommen werden, wenn wir mal den Reichstag wählen. Dann wird es interessant. Dann Da müssten wir passiert ins. nämlich etwas anderes. Da gibt es nicht mehr diese komischen Listenplätze und so, ja. Und die Briefwahlen gibt es nicht. Und du kannst dort nur einen Mann oder eine Frau wählen. Und der kriegt dann den Platz. Und niemand anderes. Solche Wahlen wie in England. Da hast du ja das Problem. Du kannst in England auch nicht abwählen. Du brauchst dort 15 Jahre, 10 bis 15 Jahre, um einen Parlamentsplatz von einer Partei
in die andere Partei zu wechseln. Jetzt wird es ein bisschen schneller gehen, weil die Engländer genau das gleiche Problem haben wie alle anderen von den G7-Zwergen. Zu viel Einwanderung, zu wenig Geld, Geldverfall. Das stört die Engländer. Und da kommen dann Nachrichten innerhalb unseres Internets, Farage wird jetzt da eine Rolle spielen. Der Farage hat null Chancen, einen dieser Mehrheitswahlplätze zu kriegen. Ja? Alle Plätze, wer die meisten Stimmen hat, hat den Platz. Wenn du da als Außenstehender rein willst in das Spiel, du brauchst 20, 30 Jahre, um überhaupt einen Platz zu kriegen. Ehe die Bevölkerung bum, 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 umsteigt. Also in England wirst du jetzt erleben, dass die Konservativen verlieren, weil die Liberalen jetzt, die Linken jetzt an die Macht kommen. Weiter nichts. Weil die Leute nicht wissen, was die Wahlen bedeuten. Sie müssen sich die Leute angucken. Wer ist denn was? Wer macht was? Wer hat schon was getan? Passiert weiter nichts in England, als dass der Hindu da abhaut Jawohl. und ein EU-freundlicher kommen wird. Sie haben ihr System noch im Griff im Little England. Bis auf Im die Little. Monarchie. Ja, dann ist es ja nicht mehr Großbritannien, dann ist es ja inzwischen nur noch Kleinbritannien. Zum Abschluss vielleicht noch, Hajo, weil du anfingst mit den Worten L'amour toujours. Da gibt es jetzt auch schon Pressemeldungen, dass dieses Lied kein Codewort, aber ein Codelied sei in der rechtsradikalen Szene. Ha. Ich Döp hab ist doch. jetzt das Codelied in der rechtsradikalen Szene für Rassismus und Hetze Ja, und ich alles. verstehe dich schon irgendwie, aber L'amour toujours ist doch übersetzt, heißt das die Liebe zu dir, ja, Na, irgendwas. ja, L'amour toujours Ist ist das so? eigentlich täglich Liebe. Liebe täglich, also täglich Liebe wäre das. Ich verstehe kein Französisch, ja, Mach aber dir nichts L'amour aus, toujours, Chérie. das klingt doch schön. L'amour Also, toujours klingt gut. Es ist L'amour also verstehe irgendwie. ich. Und Toujours ist, glaube ich, täglich oder so. Also täglich Liebe. Zu dir Ne? ist das nicht Nee, das heißt toujours, pour ist toi, mir glaube ich. Also scheißegal, ja. mein Französisch ist nicht so gut, weil Französisch hört sich ja irgendwie immer toll an. Auch wenn er dich zusammenscheißt, hast du das Gefühl, er macht den Heiratsantrag. Also es ist eine sehr wohlwollend klingende Sprache. Ja, was erwartest du die nächsten 8 oder 10 Tage? Das Wetter in Deutschland wird ja jetzt bald schön, weil ja Fußball bald losgeht. Aber ich meine jetzt politisch, was erwartest du in den nächsten 8 oder 10 Tagen? Gibt es da eine Eskalation? Müssen wir alle in den Keller, wie der Spiegel Jawohl. vorschreibt? Es wird sehr interessant in 6 Tagen. In 6 Tagen wäre der 11. Wir Aber werden es am 7., am 12. erst erleben, weil das ist ja immer abends in Amerika. Sie müssen bei diesem Riesenaufwand, den Sie getrieben haben, ja, 30, 40 Verfahren, jetzt haben Sie ihn am Hintern, ja, Sie müssen Trump einsperren. Das ist am 11.7., da muss ich dich berichtigen, das ist ein Monat später, nicht am 11.6. ist Oh Urteilsverkündung, sondern am Mensch! 11.7. Wir noch Also, erwarten. nur da erwarte ich nicht weiter, als dass die Russen und Chinesen sich totlachen über die Bemühungen der G7-Zwerge, In der Schweiz. mit der Ukraine klarzukommen. Ja, dann sind wir mal gespannt, was da passiert. Und dann würde ich sagen, war es das für heute? Ein Zuschauer hat noch gefragt, ob ich ursprünglich aus Ulm komme. Jawohl, da bin ich geboren und aufgewachsen, Ulm-Neu-Ulm, bin aber dort schon lange weg. So, dann In danke ich Ulm euch. und um Ulm und um Ulm herum habe ich Ein früher und gearbeitet. zu viel. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Das erste und darfst du rauslassen. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. L'amour toujours. Ich weiß aber, wo es liegt, ja, nicht wie bei Sylt. Ja, Ulm liegt an der Donau. Na, Ulm liegt an der Donau. Da gibt es übrigens, also die Geschwister Scholl kamen aus Ulm und der sogenannte Wüstenfuchs, der sogenannte Herr Rommel, kam auch aus Ulm. Ja, Und der Herr Rothschild auch, weil nämlich Fugger Rothschild ist. richtig, Ja? und es wurde ein gewisser Albert Einstein in Ulm geboren. Und was ich interessant finde, ist, dass die Bundeswehrkaserne in Ulm heute noch den Namen Rommel-Kaserne trägt. Das finde ich etwas speziell in der BRID, weil normalerweise ist doch alles von dort, zack.
Das heißt doch Rommelkaserne oder unter den Ulmern heißt es gern auch die Rommel-Ranch. Aber das ist mehr so im Volksmund. Rommel kam dann auch nicht aus irgendwie aus Sachsen, Dresden oder so. Na, ich glaube, ich meine, dass der Erwin heißt, glaube ich. Ist auch völlig Rommel wurscht. ist er wurscht oder kann man durchaus sagen. Wir werden das mal nachforschen. Liebe Zuschauer, guck mal, wo der Rommel herkommt, wo er herrummelt. Und dann gucken wir mal. So, dann haben wir es für War ein heute. guter Mann. War ein guter und ehrenhafter Offizier. Da musst du das jetzt ganz kurz sagen, noch wie du Noch das was. meinst. Na, ehrenhafter Offizier war es. Noch was. Ich habe beim Feigau immer gehört, da redet immer vom Major. Ja? Jeder Fürst, jeder Prinz wird geboren als Oberstleutnant seines Heeres. Also Georg Friedrich ist Oberstleutnant des preußischen Heeres. Fürst Reuß ist Oberstleutnant des Reußischen. Na, Heeres kann man nicht sagen. Ne? Sind vielleicht sein Mann, die gesamte Armee. Also trotzdem wird es zu beachten sein, wir sind ja nächste Woche dort beim Oberstleutnant. Ne? Oberstleutnant, jawohl. Oberstleutnant in Potsdam, genau. So ist es. Dann würde ich sagen, hallo, l'amour toujours. Gibt es auch was Französisches, was Depp oder wie das heißt? Keine Ahnung, ich spreche doch kein Französisch, aber döp ist ja international, kann ja jeder so machen. Namaste. Depp. Naja, gut. Das fand ich jetzt. L'amour toujours. Das werden wir nicht rausschneiden, das gefällt mir. Tschüss zusammen, macht's gut. Ciao. Ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden.